Tiki-Park. Das war vor 1,5 Jahren alles noch ganz anders. Es ist jetzt alles voller Lava, hier kann man auch gar nicht mehr richtig schwimmen. Aber dafür haben wir hier ganz tolle heiße Wasserquellen, die sind richtig heiß. Also ich bin vorher fast gar nicht reingekommen, also das war schon... Heute geht es um das Auge von Horus, und zwar ist es der Adler. Und das Auge von Horus ist im alten Ägypten ganz ein bekanntes Zeichen und steht für sozusagen das dritte Auge. Das dritte Auge, sagt man, ist zwischen unseren beiden Augen über an der Stirn. Aber eigentlich geht es um die Drüse, die, ich glaube, Hypothalamusdrüse, die im Kopf ist, zwischen der Stirn und hinten dem Nacken ist diese Drüse. Und die schaut aus wie ein kleines Nusskorn, wie eine Nuss, die Größe einer Nuss. Und diese Drüse ist ganz, ganz wichtig, weil das Auge von Horus ist super interessant. Es ist die Verbindung zum Göttlichen. Also das ist unsere Antenne zu göttlichem Wissen. Deswegen ist es auch ein Symbol für den Adler, weil der Adler, der kann ganz hoch fliegen und der sieht sogar unten am Boden eine kleine Feldmaus und schnappt sich die. Also man hat den Überblick. Das dritte Auge ist, man sieht Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Energien, Informationen, und man ist mit dem sozusagen mit dem Geist verbunden, im Geiste verbunden mit dem Göttlichen und kriegt dadurch ein inneres Wissen, beziehungsweise kann ein inneres Sehen, das so, also ein objektives Sehen ist. Also wenn du in einer Situation bist und du hast Streit mit jemandem, dann bist du sozusagen involviert. Wenn du aber aus der Situation mehrere Schritte rausgehst und es von außen betrachtest, dann siehst du beide Positionen von beiden Leuten. Und so ist das Auge von Horus. Also ich werde auch ein Bild da posten. Ich wollte einfach mal da nur eine kleine Information drüber geben. Das alte Ägypten ist ganz stark verbunden mit Sirius und Orion, mit dem Stern, also mit dem sozusagen mit den Planeten oder Sternenkonstellation Orion, also Osiris und Isis. Das waren Zwillingsflammen und das repräsentiert ganz stark das Männliche und Weibliche. Und ja, das zum Thema Ägypten. Da war ja auch dieser große Fall von Atlantis. Die meisten sind dann in die Innererde gegangen oder eben nach Ägypten. Und da ist könnt ihr auch einfach mal drüber googeln. Ganz liebe Grüße aus Hawaii. Da-da-da-da.